Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Ja, hier sind wir wieder auf der PS3. Ich bin hier im Road to Glory Team. Und ihr seht hier eventuell schon Xavi Martinez ganz genau. Weil Bender musste fliegen und ihr habt kein Video zugesehen. Das tut mir auch leid. Aber der Gegner hat schon zweimal, also es waren zwei Spiele und zweimal hat der Gegner gequittet. Nach wenigen Minuten. Und da war der Bender in beiden Spielen im Durchschnitt am schlechtesten. Also habe ich ihn ausgetauscht, weil. Ach, ich wirklich, also ich musste ihn austauschen, es ging gar nicht. Ich kann ja hier nicht alles irgendwie aufnehmen und es geht nichts voran. Ich kann ja nicht für jeden neuen Spieler 10 Episoden aufnehmen. Deswegen ist Martinez jetzt im Team. Und ich würde sagen, wir suchen uns jetzt auch hier gleich mal einen Gegner, damit es mal losgehen kann. Ich wollte auch eigentlich die beiden Spiele so ein bisschen zusammenschneiden und hochladen, aber das Problem war, meine HDPVR hat eh wieder Scheiße aufgenommen. Das heißt. Ja, ich hatte eine so halb zerstückelte Datei, da waren Bildfehler mit dabei, dann konnte ich den Ton gar nicht synchronisieren, weil die HDPVR einfach manchmal ausgesetzt hat aufzunehmen. Und ja, das hat nicht so viel gebracht. Hier gegen Liverpool FC. Ja, das passt doch. Und spielen. Sehr schön. Ja, heute ist ja Forum und Homepage online gegangen, aber erstmal hier zum Team. 90 Chemie von Higuain, Santi Cazorla, Kaká, Soldado, Busquets, Khedira, José Enrique, Skrtel, den anderen IV kenne ich nicht, Juan Fran und Lopez. Joa, sieht eigentlich ganz okay aus. Hybrid. Kann man mal machen. Und mit Trainer hätte er auch 100 Chemie. Also ist ganz okay. Ein paar Aufstellungen waren, glaube ich, falsch. Aber sonst passt das. Ja, Forum und HP sind heute online gegangen. Müsst ihr euch mal schön registrieren. Gibt es nämlich auch einen Ibrahimovic zu gewinnen. Es geht ja alles noch bis zum, ich glaube, 3. Februar. Boah, hier passt noch. Und hier schicken wir gleich Götze durch. Und Götze mit links. Boah, an den Außenpfosten. Schade. Gleich ordentliche erste Aktion. Götze hat auch, glaube ich, in den beiden Spielen eine 8-5 oder sowas. Also hat sich ganz gut integriert. So, hier auf. Achso. Auf Abdelau. Und hier schicken wir wieder Götze. Okay, es ist Jacquemin. Und der hält den wieder. Beziehungsweise eben was ja der Pfosten, der da was gehalten hat. Aber das sieht doch schon ganz gut aus, jetzt hier der Start. Aber das ist ja öfter so. Hier schicken wir Jakunan und jetzt auf Abdelau und hier schicken wir Perisic durch. Ziehen rein. Vollspann. Boah, kann er wieder blocken mit seinem Innenverteidiger. Ah, aber gute Anfangsphase, ersten 6 Minuten. Jetzt fängt er an, fancy zu werden. Hier schicken wir Götze durch. Götze mit links. Und jetzt ist er drinne. Sehr stark von Götze gemacht. Aus dem Winkel trifft nicht jeder. Weil der muss dann wirklich in den Winkel gehen. Wenn der mittel hochkommt, hat der Torwart den immer. Schönes Ding von Mario Götze. Können wir nochmal angucken hier. Schönen Lauf gespielt, mit links abgeschlossen, oben in den Winkel rein. Sehr schön. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass. Okay, das ist wieder so ein fancy Gegner. Okay, und gerade diese Gegner quitten dann natürlich, wenn sie schnell hinten liegen. Mit mehreren Toren. Ja, ich könnte jetzt hier, glaube ich, schon wieder mit Abdelauer abschließen, aber ich will schon fast nicht machen. Weil ich habe es langsam satt mit diesem ganzen Quitten. Ich kann ja kaum was hochladen hier. Ist ja schlimm. Nee, wie gesagt, Forum und HP sind online. Wäre echt cool, wenn ihr euch registriert und ein bisschen im Forum Stimmung macht. Ist eigentlich schon ganz gut, weil vor allem da kann man halt echt sowas machen wie mit Umfragen und was es so gibt. Was hat er jetzt vor? Aber nicht quitten, mein Freund. Spiel fortsetzen. Ob er jetzt schon wechseln will? Vielleicht bringt er jetzt Ronaldo. Glaube ich mal eher nicht, aber wer weiß. Hatte ich auch schon mal so einen. Der hatte ein russisches Liga-Team. Also eigentlich ziemlich billig, hat vielleicht 10.000 gekostet und der hat dann irgendwie in der 68. oder nee, ich glaube, es war direkt nach der Halbzeit, hat der Ronaldo gebracht. Hab ich auch gedacht, okay. Hier können wir den Ball schön erobern. Sehr schön. Obasi auf Abdelauer. Und da wollte Martinez mal in den Angriff mit einsteigen. Hier spielen wir drüben auf Abdelauer. Der kann sich nicht durchsetzen, aber ist faul. Haben wir den Linksfuß hier? Mal schauen.
Abdelau ist ein Linksfuß, der hat Kraft. Ja, komm, schieß mal einfach mal mit Kraft aufs Tor. So. Ja, haben wir einen Eckball. Pass auf. Nee, wie gesagt, mit dem Forum, das ist eigentlich ganz gut. Da kann man schöne Umfragen starten. Ihr könnt einfach das, was ihr auch wirklich sehen wollt. Und Martinez. Nee, Felipe. Martinez hat auch so eine Matte auf dem Kopf. Und ich glaube jetzt irgendwie der Gegner quittet. Ich will jetzt hier mal schnell wegdrücken. So. Da kann man halt schön Umfragen machen. Ihr könnt halt auch das andeuten, was ihr mal sehen wollt. Und vor allem auch mit den Teams, die ich baue. Da ist auch gerade eine Umfrage am Laufen. Könnt ihr mal reinschauen. Da geht es jetzt um Silberteam. Also ob Brasilva oder Premier League. League natürlich. Da könnt ihr halt mal abstimmen. Und dann kann ich auch das machen. Und Basi hier erstmal wieder. Sehr schön. Kann ich auch das machen, was ihr wollt. Und nicht das, was ich mir denke. Und dazu gibt es halt noch Ibrahimovic zu gewinnen. Mit ganz wenig Aufwand. So, aber jetzt mal hier noch ein bisschen aufs Spiel konzentrieren. Vielleicht können wir noch was Schönes machen. So, jetzt hier mal Martinez. Also bis jetzt gefällt er mir ganz gut. Abdelau auf Jakuna. Ach, schade, fast ist er noch dran gekommen. Ich freue mich ja schon, wenn dann im Sturm endlich die 4-Sterne-Leute sind. Da könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, wer der erste glänzende Spieler sein wird. Ja, er will jetzt hier ein bisschen fancy sein, mit komplett sinnlosen Aktionen. Hier schicken wir Jakonan wieder durch, sind wieder frei durch. Okay, ach, der hat nur 3 Sterne. Shit, ich würde jetzt reinziehen. Ah. Okay, ein bisschen rumgespielt. Wie gesagt, ich will jetzt, wenn ich ehrlich bin, eigentlich gar kein Tor machen. Ich will das Spiel zu Ende. Ja, das ist natürlich abseits. Ich will das Spiel bis zum Ende durchspielen. Und ich glaube halt einfach, dass er beim 3-0 quitten wird. Was meistens bei so Gegnern ist, die halt selber so ein bisschen fancy rumspielen. Die sind dann so angepisst. Deswegen machen wir mal lieber sowas hier mit Götze. Wollte ich jetzt einen Longshot auspacken. Obwohl er nicht unbedingt einen Longshot hat. Ich hatte Götze schon in mehreren Teams. Und so einen Longshot hat er nicht unbedingt. Wenn er mal einen reinmacht, dann richtig schöne. Ja, das bringt dir nichts, Kollege. Ja, anscheinend schon, okay. Das Foul will ich mal sehen. Egal, wenn er das Ding jetzt reinmacht, dann machen wir halt wieder ein Tor. So, ich wollte eigentlich nach links springen. Naja. Passt, ist kein Ding. Da mache ich mir jetzt nicht so die Gedanken. Jetzt ziehen wir hier erstmal mit dem Heel to Heel. Eigentlich faul. Gegner blockt. So, Obasi jetzt mal hier hinterher. Ja. Lächerlich. Und hier schicken wir Jakunan. Der kriegt den auch. Und jetzt. Oh, den muss er natürlich mit dem Fuß auf Götze spielen. Hier ist Abdelau wieder am Ball, aber der passt den auf Jakunan, der am Abseits steht, aber der gar nicht am Ball rangeht. Deswegen eigentlich komplett schwachsinnig, dass die Aktion abgepfiffen wird. Ich habe hier den Ball wahrscheinlich, habe ich mit Abdelau wieder. Naja. Das ist halt EA-Logic. So, jetzt müssen wir natürlich nachlegen. Jetzt ist nämlich nur noch ein Tor. Oh, ich habe jetzt schon abgeworfen. Puh, das war eng. Das war eigentlich nicht so geplant. So, hier sehr schön von Jakunan. Jakunan, schicken wir hier Götze. Oh, der blockt mich halt komplett. Der Skrittel war es, glaube ich. Alte Klatzkopf. So, haben wir aber hier. Sehr schön. Götze. Ah, da wollte ich ein bisschen erstmal dribbeln. Mal gucken. Und genau aus dem Grund, was er gemacht hat. Er ist nämlich aggressiv draufgegangen. Und da habe ich halt drauf gewartet, dass er mir vorbeigrätscht. Was fast passiert wäre. Ja, er versucht nach vorne halt zu tricksen, aber er kann es nicht. Tut mir leid, aber er kann es wirklich nicht. Jakunan, au, ganz knapp. In dem Spiel muss ich sagen, gefällt mir Jakunan ziemlich gut, bietet sich gut an. Hier wieder auf Jakunan. Durch auf Abdelau, Abdelau, Finesse, drin das Ding. Machen wir einen kleinen ICT-Pilger, würde ich sagen. Sehr schön. Abdelau ist wirklich sehr stark. Finesse-Schüsse, Vollspannschüsse sind alle richtig gut. Mal gucken, was der Gegner sagt. So. Aber jetzt würde ich sagen, da er auch schon ein Tor hat, können wir eigentlich noch ein Tor machen.
um der Sache auch ein bisschen Sicherheit zu geben, weil wir waren ja heute mit dem Brasilien-Team schon in der Verlängerung, habe ich eigentlich jetzt gerade nicht so Lust drauf. Das muss ich auch ehrlich sagen, das, was er da macht, das verstehe ich nicht so ganz. Ich meine, schön spielen und sowas, das ist ganz hübsch, auf jeden Fall. Aber wenn man es nicht kann, dann sollte man das eigentlich lassen. Und meiner Meinung nach kann er es nicht. Er kann zwar ein Rainbow ausführen, das heißt vom Drücken her, aber er setzt es halt in komplett den falschen Situationen ein. Hier Yakunan wieder. Und er kommt da noch zwischen. Ich weiß auch nicht, was er jetzt für einen Schuss ausgepackt hätte. Ich habe jetzt einfach mal hinten Tricktaste gedrückt. Da machen die manchmal ein bisschen Special-Schüsse. Und Roulette vielleicht? Nee. Roulette hätte wenigstens was gebracht, Junge. So, hier schicken wir wieder Yakunan durch. Und gleich weiter auf Obasi. Chinedu Obasi hat doch 4 Sterne, oder? Ah, schade. Da war der Verteidiger zu früh am Ball. Den haben wir aber wieder. Mit Abdelau schicken wir jetzt Obasi. Der ist aber sehr schlecht positioniert. Holt sich den Ball aber wieder hier mit dem Roulette vorbei. Ziehen wir hier rein mit dem Berberspin. Schade. So, Martinez. Martinez hat einen Longshot, oder? Habe ich, glaube ich, mal gehört. Muss ich mal austesten. Obwohl er, glaube ich, nur 73 Schuss oder so hat, wenn überhaupt. Oder 73, eher 63, glaube ich. Naja, mal schauen. Zweite Halbzeit. So, Yakunan. Oh. Jetzt versucht er anscheinend ein bisschen ohne Tricks zu spielen. Jetzt hat er ein bisschen straightforward nach vorne gespielt, auf jeden Fall. So, hier auf Yakunan. Auf Abdelau. Und hier schicken wir drüben Obasi, ist das? Ja, das ist Chinedu Obasi. Jetzt geht er drauf, ziehen wir rein und das ist natürlich ganz klares Foul. Da sind wir nämlich ganz frei in der Mitte. Ja, gib ihm mal schön die gelbe Karte. So, was machen wir denn da? Perisic. Ich glaube, ich ziehe den aufs Tor mit Perisic. Oh, was ein Tor. Was ein Tor war das denn bitte? Also egal, ob er quittet oder nicht, das Spiel lade ich hoch, allein wegen dem Tor. Also so eins habe ich echt noch nicht gemacht. Richtig krass an die Unterkante der Latte und dann hinterm Torwart ins Tor rein. Auf die Linie drauf, eher gesagt. Also hinter die Linie natürlich knapp. Guckt euch das Teil nochmal an. Puh. Was ist denn los hier? Also so einen Freistoß habe ich echt noch nicht gemacht und ich habe schon viele Freistöße gemacht, aber so ein Teil... Es war eigentlich eher so ein bisschen optimistisch gesehen. Naja, okay, shit, ich will jetzt eigentlich echt kein Tor mehr machen. Erstmal. So, ab 80. oder sowas quitten die meisten dann nicht mehr, auch wenn sie noch Dinger kriegen. Aber jetzt so 50. rum kann das definitiv noch der Fall sein. Deswegen lassen wir das vielleicht mal. Und spielen einfach ein bisschen schön. Bisschen Tiki-Taka hier. Bup, Fallrückzieher, komm. Danke, dass du den nicht machst, Abdelau. Ist schon ganz gut so. So, Perisic. Ah, shit, den hätte ich mal rausziehen sollen. Keine Ahnung, vielleicht hätte den... Hier spielen wir mal nach hinten. Das ist Yakunan. Seitenwechsel. Oh, ist ein bisschen weit. Hier ist Felipe. Felipe auf den Falschen und Abdelau. Ja, den Gegner dominieren wir auf jeden Fall. Also der könnte jetzt auch eigentlich noch ein Tor machen. Und selbst das wäre nicht schlimm. Hier ist mal Martinez. Jetzt will ich mal was testen. Boah, das wäre natürlich ein Einstand gewesen, wenn er das Ding gemacht hätte. Aus, keine Ahnung, 40 Metern. Also ich glaube, Härte und allgemein die Höhe hat gepasst. Aber es war einfach ein bisschen knapp am Tor vorbei. Götze ist mir noch gar nicht so aufgefallen, hat zwar das 1-0 gemacht, aber im Allgemeinen nicht total positiv aufgefallen, glaube ich. Es kann auch gut sein, dass er viele Tore vorbereitet hat. Was heißt viele jetzt? Ja, wir haben 4, aber ich glaube, er hat schon ein bisschen was vorbereitet. Und er hat, wie gesagt, auch 1 gemacht, was man ja auch erstmal machen muss. So, was hat er jetzt vor? Hier spielen wir den raus, oh, oder auch nicht. Oh, jetzt haben wir den Sokratis, sehr schön. Hier Obasi schicken wir jetzt mal Yakunan. Hm. So, ziehen wir rein. Zurück. Ah, ich dachte, er greift mich mal an, aber hat er nicht gemacht. Hier spielen wir gleich wieder auf Yakunan, aber das war natürlich ein viel zu krasser Pass von Jones.
Den kann keiner abfangen. Oh nein, aber jetzt hör mal auf. Nicht 64. Ey. Ihr seht's, also ich weiß nicht, was abgeht. Es tut mir leid, aber hier quittet einfach nur jeder. Das ist unnormal. Kein Plan, aber nur bei diesem Non-Rare-Team meistens. Das ist schon krass. Aber egal, jetzt haben wir fast 70 Minuten gespielt. 15 Minuten sind hier schon auf der Uhr von der Aufnahme. Das heißt, wir schauen uns jetzt mal an, was die Benotung sagt. Und die Benotung sagt, schauen wir mal ganz schnell durch. Ja, Niedermeier ist es, definitiv. Auf jeden Fall ist es Niedermeier. Und ja, sonst Jakunan und Abdelau, sehr starke Benotung. Und Perisic, natürlich eine 9,5, ziemlich krass. Ein Tor hat er gemacht. Noch eine Torvorlage dazu. Ach so, was mit Götze? Der hat eine Torvorlage. Aber er hat auch 13 von 17 Pässen. Das ist so ganz solide. Und was hat er für eine Bewertung? 8,4. Jo. Okay. Martinez hat eine 7,0. Also Niedermeier geht raus. Schauen wir mal. Da gibt es ja einiges in der Bundesliga. Also an Innenverteidigern mangelt's nicht. Ich tausche die Verteidiger jetzt auch in der Reihenfolge aus, wie ich sie hinstelle. Das heißt, momentan steht bei uns der Niedermeier, steht ja hier links, also als linker Innenverteidiger. Also mache ich jetzt hier auch einen Rare-Spieler rein, der. So, ich mache den Schnellverkauf. Ich mache hier einen Rare-Spieler rein, der bei mir dann auch hier spielen würde. Weil sonst würde ich gleich Santana kaufen, aber hier spielt wer anders und wer das ist, das zeige ich euch mal. Beziehungsweise wir gucken erstmal allgemein nach Innenverteidigern. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas anderes, aber ich glaube, den ich im Kopf habe, will ich unbedingt mal spielen. Ah, Innenverteidiger, Deutschland, Gold, alle, so. Nicht Deutschland, Bundesliga natürlich. Boah, ich hätte glaube ich einfach alles zurücksetzen machen sollen. Ich habe hier noch ein paar Voreinstellungen drin. So, jetzt aber. Sehr schön. Ja, was gibt's da? Pogacar, nee, Van Beuten, 29 Pace kann man mal machen. Hummels bestimmt ein interessanter Spieler, den habe ich auch noch nie gespielt, aber im 3-5-2 außen. Innen, okay, da könnte man den bestimmt mal testen, aber außen eher nicht mit seinem Pace. Hier, die kannst du natürlich alle vergessen mit den Pace-Werten. Ach so, Naldo ist halt auch eine Alternative. Der hat auch den Pace. Aber wo ist denn der Herr, den ich mal testen wollte? Ja, Giroud ist natürlich auch ein super Verteidiger jetzt in der Bundesliga. Ist ja gewechselt von Arsenal London, glaube ich. Oder auch nur ausgeliehen, das weiß ich nicht genau. Matip ist auch ein guter. Ja, Santana sowieso. Der kommt auch definitiv noch. Wolscheid und hier ist er, den ich testen möchte. Boateng. Den will ich auf jeden Fall auf der Außenbahn mal testen. Und der ist natürlich ein Deutscher. Und spielt bei FC Bayern München. Machen wir noch 3-5-2 rein. Und dann, ja, für den Preis, es gibt zwar noch Bartstuber, aber ich glaube, der kostet mehr als Boateng. Okay, noch. Wo? Echt? Waren wir unter 2000 eigentlich? So, mal gucken hier. Das ist ein ganz frischer für 2-1. Ah, ich überlege gerade. Oh, hier 1-9, den habe ich gar nicht gesehen. Dann nehme ich den. 43 Verträge. Sehr schön, das passt. Ab in den Verein. Und dann wird er jetzt auch aufgestellt. Es tut sich ja schon einiges, muss man sagen. Bald ist die Mannschaft rare. Ja, okay, bald. Also ein bisschen was ist natürlich schon noch zu tun. Aber schon vier Rare-Spieler. So, Boateng steht dann auch bereit. Ja, also ich schätze mal, als nächstes fliegt Jones raus. Ja, Jones, dann geht noch ein Innenverteidiger, dann Obasi, dann der nächste Innenverteidiger. Ach nee, Perisic, ich weiß nicht. Ich hätte das Tor eigentlich mal speichern können. Also es war echt ein schöner Freistoß. Ja, gut. Gucken wir mal die Statistik an. 8-13. Jakunan, 8-4, da sieht man es auch schon. Der Götze hat schon zwei Buden gemacht. Perisic, 2. Und Obasi, 1. Alles klar, gut. Ich würde mal sagen, das war mal wieder eine aktuelle Episode vom RTG. Meldet euch im Forum an. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch. Schreibt was in die Kommentare, wenn es was gibt. Und abonniert. Das war es dann wieder von mir. Macht's gut. Ciao.